Oh Junge. Oh Junge. Für dich. Für dich. Oh. Da hat sie ihn zerschallert. Und schau. Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Und heute geht's ganz allein um das Mondlicht-Großschwert. Weil ich finde, das wird viel zu wenig appreciated. Das gibt's in jedem Souls-Game. Und ich wollte dem Schwert einfach mal ein bisschen Liebe dalassen und schauen, was man aus dem Schwert so rausholen kann. Und deswegen einmal hier kurze Damage als Beweis. Ah, 6000. Ah, nochmal 5000. Also ich zeige euch aber ganz genau, was ich alles mache. Also natürlich, ich benutze jeden Buff, den es irgendwie gibt. Aber ist ganz geil. Also wir haben einmal Terra Magica, müsst ihr einmal casten. Zack. Dann müsst ihr das Mondlicht-Großschwert aktivieren. Dann Goldener Schwur und Flamme gibt mir Kraft, das kennen wir ja. Das könnt ihr eigentlich fast immer benutzen. Dann noch meine Arznei, wo natürlich noch mehr Magieschaden drin ist. Und ansteckende Wut vom Quallenschild. Und da macht ihr, wenn ich treffen würde, 6000 Schaden. 6000 und nochmal 5000. Und ihr habt gerade gesehen, ich habe es auch mal einmal beim Drachen ausprobiert. Und bei so einem Schmelztiegelritter, da sind es dann nur 2000 Schaden. Auch nicht mit allen Buffs. Aber ich finde, man sollte dem Schwert mal ein bisschen Liebe gönnen. Was ihr braucht, ist natürlich das Dunkelmond-Großschwert. Da gibt es auch einen kleinen Trick, wie ihr das früh bekommen könnt im Game. Ihr braucht ein Siegel, ihr braucht einen Schimmersteinstab, ihr braucht das Quallenschild. Und ich habe hier noch den Spitzzug der Zauberklinge drin, weil der nochmal zusätzlichen Boost gibt. Dazu das Ritualschwert-Talisman, der boostet euren Angriff, wenn ihr maximale LP habt. Scherbe von Alexander ist klar, magischer Skorpionstalisman auch klar und natürlich Godfrey's Ikone, weil wir laden ja hier, das groß Mondlicht-Großschwert auf, so. Und wenn wir dann schießen, dann gibt es da auch nochmal einen schönen Boost. Und der ist für dich. Und der ist für dich. Und der ist für dich. Also 3000 nur mit dem Quallenschild und Flamme gibt mir Kraft. Schon ganz nice, muss man schon sagen. Am 26. den Sonntag, werde ich auch dieses Mondlicht-Großschwert benutzen für den Community Run. Seid gerne dabei, live auf Twitch am 26. um 12 Uhr werde ich mit der Community komplett das Spiel einmal durchspielen. Das bedeutet, ich werde keinen Schritt alleine gehen, immer zwei Leute von euch rufen und mit euch das gesamte Game durchspielen. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, auch gerne den Kanal abonnieren. Ich werde das komplette... den kompletten Community Run auf YouTube hochladen, damit ihr euch den nochmal schön angucken könnt. Und dann würde ich sagen, lasst mir gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr das Mondlicht-Großschwert findet und ob ihr das auch benutzt ab und zu mal. Weil ich finde, das hat echt ein bisschen zu wenig Liebe bekommen in dem Game. Wird viel zu wenig drüber gesprochen. Und ja, gerne das Video liken und bis zum nächsten Mal. Haut rein.